Hallo Leute, ich bin's die Lu und ich habe heute einen Skarabus für euch. Natürlich, wie könnte es anders sein? Ich bin mal wieder am See heute bei nicht ganz so sonnigem Sonnenschein, sondern eher etwas bedecktem Himmel. Und ich habe noch mal einen Skarabus für euch. Gott sei Dank, es gibt nämlich 3 Stück. Ich war jetzt letztes Jahr und dieses Jahr je 3-mal am See. Das ist der 3., den ich endlich für euch verkosten kann. Genau, als erstes hatte ich den ganz normalen Skarabus Secret Isla Malt. Der hat knapp 40% und keine genaueren Angaben zu sich. Dann hatte ich das letzte Mal den Cask Strength oder Batch Strength für euch verkostet, der ein bisschen hochprozentiger war. Und diesmal habe ich mir gedacht, probiere ich den 10 Jahre alten Skarabus für euch. Das Beste quasi zum Schluss oder das Älteste zum Schluss. Ich bin sehr gespannt. Hat 46%, ist weiterhin Isla Single Malt Scotch Whisky. Ohne Angabe, welcher Whisky drin sein könnte. Von Hunter & Lang. Und ich werde den auf jeden Fall mal probieren. Hat natürlich wieder mal total schönes Design, total schöne Tube, wie auch schon die letzten beiden. Diesmal weniger mit dem Gold, sondern mit so einem Silbereffekt. Total schön gemacht auch wieder. Mit der 10 hier unten ganz kurz drauf. Ich stelle das mal ein bisschen zur Seite. Ich hoffe, die fällt nicht um. Genau, und dann auch die Flasche wieder dunkel. Also vom Design her passen so alle 3 super nebeneinander. Ich blende euch das mal nebeneinander ein. Ich finde das wirklich ein super, super Art-Design. Hallo Ente. Hier ist eine Ente direkt daneben. Kommst du mich besuchen? Willst du auch einen Schluck? Knuffig. Ja, genau. Silbernes Design, hat wieder dieses Alchemistenzeichen, von dem ich jetzt schon gehört habe, dass das ein spezielles Artdesign für diesen Skarabus sein soll. Ist wie gesagt alles in Silberoptik gehalten, auch hier unten das Etikett silbern und so ein bisschen anderes Material auch wieder schön geprägt alles. Hier ist ein Buch noch mit drauf, ein Schwert kann ich sehen. Eine Feder, also alles solche mystischen Alchemisten-Symbole. Wo sind die jetzt hin? Da! Verrückt. Ja, genau, so viel erstmal zur Flasche von außen. Ist noch nicht geöffnet, das heißt, ihr werdet live meine erste Reaktion sehen. Also so ein bisschen wuschig macht sie mich jetzt schon, wenn sie hier die ganze Zeit um den Steg schwimmt. Ich bin Zuschauer nicht gewohnt, liebe Ente. So. Mal wieder absolut talentiert, wie gut ich das hier aufkriege. Auch noch mit Banderole drumherum und drin und, oh Gott, wo ich so gut darin bin, Verpackungen aufzukriegen. So, dass mir der Müll hier auch nicht ins Wasser fällt, das wollen wir ja nicht. So, tun wir gleich mal in der Tube verstauen. Ihr seht, alles ist live und professionell wie immer. Ich finde es übrigens sehr cool. Ich arbeite ja tatsächlich aktuell in einer Werbeagentur und habe da auch so ein bisschen mal Kontakt mit Verpackungen und Zeugs gehabt. Und finde es super interessant, dass die Tubes, also die Verpackungen bei Whisky, so hochwertig auch gemacht sind aus Metall und dicker Pappe und allem und eben nicht ganz oft nicht solche billigen Kartons sind. Also der erste Eindruck ist schon mal gelungen. So, blass wie eh und je. Habe ich mir aber schon gedacht bei der dunklen Flasche. Verstehe ich noch nicht ganz, warum man Whisky nur, weil er so blass ist, in eine dunkle Flasche packt. So, dass ihr den auch ein bisschen seht. Warte, da muss ich den ja hier hinterstellen. Da.
auf jeden Fall wirklich, wirklich blass. Genauso blass wie die anderen auch. So ein ganz, ganz helles Gelb, bisschen weizenartig, wieder mit dem professionellen Glas. Oh. Aber riechen tut er schon mal geil. Als erstes hatte ich sowas ganz, ganz salzig, speckig, grillartig, fleischiges in der Nase. So ein bisschen wie bei so einem 12er Karl Eiler. Aber da ist auch ganz, ganz viel so was Süßes drin. So Aprikose, Honig. Also wirklich sehr, sehr deutlich. Ne? Normalerweise ist das ja immer so ein bisschen dezent, diese süße Note. Aber hier ist sie wirklich sehr, sehr deutlich. Wirklich so, ja, ich kann mal ganz eindeutig Aprikose sagen, die ich in der Nase habe. Und je mehr ich dran rieche, desto weniger habe ich dieses Fleischige, dieses Salzige und desto mehr kommt einfach diese Süße extrem raus. Und so der Rauch, der ist so am Anfang, wie gesagt, so grillartig mitgeschwungen. Und jetzt kommt der nur noch so ganz, ganz wenig raus. Wirklich diese Süße total obendrauf. Oh, krass. Der riecht schon mal sehr, sehr geil. Es gab übrigens einige Überlegungen eurerseits unter den Videos in den Kommentaren, was nun drin stecken könnte. Ich habe ganz oft gelesen Karl Eiler, ich habe ganz oft gelesen Artbeck. Ein bisschen weniger oft habe ich Laphroaig gelesen. Ich fand auch interessant Kilhoman. Da weiß ich aber nicht, inwieweit die wirklich Fässer rausgeben an unabhängige Abfüller. Was ich auch gehört habe, was ich anfangs sehr interessant fand, war Ardnahoe. Allerdings gibt es die ja noch nicht seit 10 Jahren. Ne, die Brennerei, ich kann mich noch daran erinnern, 2017 war ich in Schottland auf Islay das erste Mal und war so glücklich, dass dieses witzige Laphroaig-Foto von mir entstanden, wo ich gegrinst habe wie so ein Honigkuchenpferd. Und da sind wir nach Bodenhagen gefahren und sind unter anderem an Ardnahoe vorbeigekommen. Und da wurde gerade noch Zeug angeliefert, Brennblasen und Gerät und alles. Also die brennt noch nicht so lange. Es kann also, wenn es einen 10er Scarabus gibt und es derselbe Secret Islay Malt ist wie der normales Scarabus und der Batch Strength, wovon ich ausgehe, dann kann es kein Ardnahoe sein. Es sei denn, Hunter und Lang will uns so verwirren, dass sie sagen, okay, wir machen hier was anderes rein als die beiden davor. Vom Grundgeschmack her finde ich sie aber zu ähnlich, als dass das der Fall sein könnte. Also, meine Vermutung bleibt weiterhin bestehen, dass es ein Karl Eiler ist. Von der Farbe her könnte es aber auch fast ein Artbeck sein. Bei Laphroaig bin ich übrigens, ich bin der Meinung, es ist kein Laphroaig, es ist einfach nicht medizinisch genug. Aber man kann sich ja auch irren, ne? Oh ja, aber dieses mega fleischig, mega grillrauchige, saftig, das ist so, für mich ist es, glaube ich, ein Karl Eiler. Von der Nase her. Weil Artbeck einfach trockener ist vom Rauch. Aber hier wirklich diese Aprikose ganz, ganz krass obendrauf. Ich bin gespannt, ich freue mich. Slange. Holla die Waldfee. Also wesentlich rauchiger als er riecht.
wesentlich, wesentlich rauchiger. Also es ist wirklich so einmal durchgepfeffert, der ganze Mund. Tja, geht überall hin, in jeden Winkel, aber sehr angenehm. Also jetzt nicht ethanolig, nicht brennend. Der ist wirklich... ja, sehr etwas aschiger vom Geschmack her, als er riecht. Vom Geruch her ist er ja ein bisschen saftiger im Rauch. Jetzt hätte ich eher ein bisschen aschiger gesagt. Diese Süße schwimmt obendrauf mit. Aber, also ich war jetzt wirklich beim ersten Schluck erstmal so, hallo, guten Tag. Hier erstmal in jeder Ecke, dahin. Sehr, sehr geil. Sehr auch ölig, sich überall hin verteilend, lässt sich aber mit einem doch relativ trockenen Gefühl im Mund zurück. Und jetzt habe ich in der Nase wieder dieses super, super Süße. Diese Aprikose drin. Wesentlich mehr als dieses fleischig-salzige. Vorhin, bevor ich gerade getrunken habe, war wieder dieses fleischig-salzige da. Nur ganz leicht die Aprikose. Eher der Honig jetzt tatsächlich sogar. Also wirklich so ein bisschen dieses gesetztere, weniger fruchtig spitze, sondern gesetztere Süße. So hinten raus kommt noch mal so ein bisschen in diese Aprikosenrichtung. Und ansonsten hast du diesen sehr salzigen Rauch vorne dran. Fast so ein bisschen wie bei Bowmer. Jetzt kommt sogar die Sonne raus. Ist das nicht schön? Also fast wie bei Bowmer. Dieses sehr, sehr salzig. Also für mich zumindest ist Bowmer immer sehr salzig. Und dann aber sehr, sehr trocken. Oh, das macht es echt schwierig. Also, ob das ein Carlisle ist, kann ich jetzt gar nicht mehr so deutlich sagen. Ich schwanke jetzt wieder so in Richtung Artback zurück. Vielleicht ist es aber auch ein Bowmer, ich weiß es nicht. So dieses Salzige. Aber so grundlegend ist der, also er ist wirklich sehr intensiv vom Rauch her. Er ist gut da. Also für jemanden, der bei Isla einsteigen möchte, ist es vielleicht ein bisschen heftig. Aber ich finde es geil. Aber trotzdem, auch wenn du den starken Rauch hast, hast du zwischendrin so dieses ganz sanfte, süße, Honig, mild, easy peasy. Und dann kommt der nochmal so. Also du hast so am Anfang so Rauch und dann so ganz entspannt. Da ist der Rauch komplett weg und dann kommt er am Ende nochmal so durch. Und dann aber halt sehr, sehr trocken. Ja. Lecker, würde ich sagen, ne? Also, ich bin ja begeistert von Scarabus, allein schon, weil die Whiskys, die sind intensiv, die sind geschmacklich geil, sie sind Isla und trotzdem so ein bisschen was anderes. Das Artdesign, mega. Und dann auch noch der Preis dazu, also selbst der 10er ist, ich will jetzt mal sagen, spottbillig für einen 10 Jahre alten Whisky. Und ja, ich finde den sehr, sehr geil. Also preis-leistungsmäßig top. Ich überlege gerade, wie wir den einordnen bei den drei in einer Reihenfolge, weil es mir am besten gefällt. Muss ich nochmal probieren und darüber nachsinnieren, wie die anderen beiden waren. Ein bisschen abkippen tut er am Ende, geschmacklich. Also du hast diese Intensivität und dann, Intensivität. Und dann kippt er so ein bisschen runter. Das ist ein bisschen schade. Deswegen bleibt der ganz normale Scarabus, der einfachste, bleibt die Nummer 1, weil der einfach wirklich
im Gesamtpaket stimmig war. Dann kommt der Zehner, weil er einfach auch so gut trinkbar ist, sich so gut trinken lässt. Und dann kommt der Batch Strength, der zwar an sich mega, mega geil ist vom Geschmack, aber halt nicht so das Multitool, sag ich mal, unter den Whiskys. Also den kann ich nur an einem speziellen Abend trinken, wo ich Lust darauf habe und wo ich Bock auf so intensiven Geschmack habe. Der ist schwierig so jetzt einfach mal, um den auf den Tisch zu stellen. Und hier bedient euch. Ne? Der erfordert schon so ein bisschen Zuwendung, geistige. Deswegen würde ich den auf Platz 3 setzen. Also, ich blende euch nochmal ein, wie ich die anderen beiden bewertet habe. Ich erinnere mich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich würde dem jetzt einfach mal knallhart 7 Punkte geben, weil ich den so geil und so lecker fand. Ja, und also von mir eine Empfehlung. Falls ihr Scarabus und Ayla und Rauch probieren wollt. Und ja, ich genieße jetzt noch das kleine Restschlückchen, was ich hier noch in meinem Glas habe, ein bisschen in der Sonne. Und unterhalte mich mal noch mit meiner Ente, die hier irgendwo noch rumschwimmt. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dann wahrscheinlich zu Hause vom Sessel mal wieder aus oder aus dem heimischen Wald. Und bis dahin, Slange.